Mein Name ist Heike Grothoff. Das hier ist mein Stadtviertel. Das hier ist meine Straße. Hier wohne ich mit meiner Familie. Diese Familie werde ich übermorgen an den Rand des Wahnsinns treiben. Dabei sind wir eine richtig tolle Familie. Ich habe einen bezaubernden Mann und zwei entzückende Kinder. Eins davon heißt Benny. Benny wird heute 15 Jahre alt. Und es wird der glücklichste Tag in seinem ganzen Leben. Denn er bekommt das tollste Geschenk, das sich ein 15-Jähriger vorstellen kann. Klaus, Marie, kommt ihr? Das neue Dimsung Universe F6. 256 GB Speicher und zusätzlicher GFS-Flash-Speicher. Wahnsinn, was? Ja, und der Iris-Scanner. Oh, guck dir mal die Auflösung an. Und was ist denn FTS? Gib mal her. FTS? Was ist FTS? FTS steht für Financial Transfer System und ist ein per Smartphone anwendbares Zahlungssystem. Ja, damit kannst du bezahlen. Geil. Naja, wenn Geld auf deinem Konto ist. Like? Mega. Na, das will ich hoffen. Ich habe 4 Stunden dafür angestanden. Und, gefällt's dir? Hab ich doch gerade gefragt. Das ist der beste Tag in meinem ganzen Leben. Ach. Doch, wirklich. Das ist so geil. Es ist nur ein Telefon. Was ist Frühstück? Frühstück bezeichnet eine in der ersten Tageshälfte eingenommene Mahlzeit. Hey, wir müssen los. Ja. Gut, dann sehen wir uns gleich. Tschüss. Ja, gestern dazu, ja? Kommt da was? Kommt da was? Ja, woher soll ich denn das wissen? Morgen! Morgen! Wie ist mein Lieber? Ach, Klaus! Ich schick dir gerade mal den Link, von dem ich erzählt hab, ne? Danke! Schönen Tag euch! Jo! So, bitteschön. Das ist die englische Erstoriginalausgabe von 1949. Danke. Wahnsinn. Ja. Und diese Bindung. Nach über 50 Jahren noch wie neu. So was kriegt man ja heute gar nicht mehr. Ja, ich weiß. Mein Vater hat noch Buchbinder gelernt. Ach ja? Ja. Und das käme dann auf... Das kommt auf 150 Euro. Das kriege ich im Netz für 120. Ja, da können Sie sich aber auch nicht auf seinen Zustand überprüfen. Ich zahle ja auch mit Payfair. Da wird meine Überweisung erst ausgeführt, wenn ich den Zustand geprüft habe. Gut, ich kann Ihnen auf 140 entgegen. Das sind ja immer noch 20 mehr als im Netz. Wissen Sie was? Dann kaufen Sie es doch einfach da. Mach ich auch. Schönen Tag noch. Ja, glaubst du mir nicht? Na, siehst du? Na, was soll das? Was bist denn so Sensibelchen?
ist los? Ey, was? Mann, spinnst du? Und was machst du für eine Scheiße? Tom! Benny? Rindersteaks oder Lammkoteletts? Was meinst du? Benny? Lammkoteletts? Steaks hätte ich gerne. Und kann ich einen sehen? Was soll denn das? Ih, das ist ja mega eklig. Was soll denn das, Mama? Ja, mein Schatz? Mama, es ist alles scheiße gerade. Ich kann jetzt nicht zur Informatik gehen. Du musst mir eine Entschuldigung schreiben. Erzähl mir erstmal, was passiert ist. Wieso willst du denn nicht in Informatik? Ja, Mama, weil einfach alles scheiße ist gerade. Weil Chantal so eine Bitch ist. Ich bin nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Ja, hallo, ich bin's. Sag mal, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass man bei dir grundsätzlich nur noch die Mailbox erreicht? Und wenn man dir dann draufspricht und du irgendwann zurückrufst, dann hast du es nicht abgehört und fragst mich, warum ich eigentlich angerufen habe. Also ruf mich bitte zurück, es geht um unsere Tochter. Na, ich habe gesehen, du hast angerufen, was gibt's denn? Marie hat mich gerade angerufen. Ist was passiert? Mama, ich kann nie wieder in die Scheißschule gehen. Marie, jetzt mach mal einen Punkt. Was ist denn los? Alles gut? Ich habe Thomas geschickt und es hat Chantal gefunden und gepostet. Wie kann Chantal da was finden? Dich bitte? Och, warum denn keine Lammkoteletts? Ist doch Benny, Geburtstag. Ich hab dich gefragt. Jetzt denk an, ich bin eine Schlampe. Naja. Naja? Was genau war denn drauf auf dem Foto, hm? Ich bin dafür, dass wir jetzt ein friedliches Geburtstagsabendessen machen, das Ganze später besprechen. Ich bin schon den ganzen Nachmittag damit. Ich habe ihm nur einen guten Nachtkuss geschickt. Ja, und das ist ja nicht so schlimm. Schlimm ist aber, dass Chantal mein Passwort rausgefunden hat und jetzt sehen es alle. Ja, sie hat einen guten Nachtkuss gepostet, allerdings oben ohne. Sie verschickt Nacktfotos von sich? Klaus, du bist Systemadministrator, du musst was machen. Was soll ich denn da machen? Ich arbeite in einem geschlossenen Firmensystem. Niemand kann das Internet total kontrollieren, nicht mal ich. Und hier... Die App sagt, deine Hosen haben echten Mehltau. Chantal hat dieses Foto ins Netz gestellt. Es ist Cybermobbing und Sexting. Ja, ich weiß. Ich finde das auch nicht lustig. Ja. Ich werde mit ihr sprechen. Ja. Weil wir haben damals, als wir jung waren, auch Blödsinn gemacht. Ja, zum Glück gab es damals kein Internet. Wir sehen uns dann in den Herbstferien, ja? Benni, streite nicht so viel mit Marie. Ah ja, genau. Sag deinem Freund Julian, ich will keine Mails mehr über die Oma, die 3000 Euro in der Woche. Ja, sicher, sicher. Mach ich. Alles klar. Ich muss dann aber auch los. Tschüssi. Und tschüssi, wenn wir noch einen Wunsch frei haben. Und dass du so ein freundlicher Junge bleibst, wie du schon bist, der will doch weg. Ja, tschüss. Ja. Tschüssi und danke nochmal für die Kohle. Wo will Benni denn auch hin? Ach, der wollte zu Jan zum Pokern. Die eine geht zum Pokern, die andere zieht sich aus. Wir sind doch eine ganz moderne Familie. Sag mal, wer schreibt dir denn so spät noch eine SMS? Arbeit. Erster Schachweltmeister mit 8 Buchstaben. Wer weiß denn sowas? Probier doch mal Steinitz. Moment, da. Das passt. Ist ja ein Ding. Siehst du? Dein Mann. Toll. Du, heute sind gleich 3 Kunden wieder rausgedampft, weil sie es irgendwo im Netz billiger kriegen. Vielleicht solltest du endlich mal online gehen. Wieso? Ich habe doch eine Website, aber die bringt so gut wie gar nichts. Auf deiner Website ist deine Adresse und deine Telefonnummer. Man kann nichts bestellen bei dir. Oh Schatz, ich habe 8000 Bücher. Wer soll das permanent verwalten? Da gibt's bestimmt eine App für. Das ist halt heutzutage so. Deswegen muss mir das ja noch lange nicht gefallen. Ja. Sag mal, magst du mal Bescheid sagen, dass Feierabend ist? Bei mir ist nie Feierabend, doch, das weißt du doch. Ich finde, um 9:45 ist echt wirklich Feierabend. Gut. Ich habe Feierabend. Mich nervt das. Gebinge. Das glaube ich ja jetzt nicht. Jetzt leg mal das Ding weg. Was heißt hier? Benny!
Aber ich hab doch Geburtstag. Du hattest Geburtstag. Es ist bereits halb eins. Nur noch ganz kurz. Gibt es Benny? Oh Mann, wegen dir habe ich jetzt nur noch drei Leben. Wenn du so weitermachst, hast du bald gar kein Leben mehr. Und räum mal bitte morgen dein Zeug hier weg. Gute Nacht. Er hat doch Geburtstag. Langsam bist du mir echt zu blöd. Du bist mit deinem Smartphone verheiratet, Marie mit ihren sozialen Netzwerken und Benny ist den ganzen Tag mit irgendwelchen Spielen zugange. Da steht 5 Minus in Mathe. Der sollte lernen und kämpft gegen irgendwelche schwarzen Ritter. Vielleicht macht er später mal ein Antiquariat für Computerspiele. Als ich in seinem Alter war, da habe ich Comics gelesen. Das machten meine Eltern auch nicht. Die haben gesagt, das macht blöd. Und sie hatten recht. Na, immerhin hatte ich erst diesen Job bei der Stadtreinigung. Ich sammle den Müll ein im Park. Und du weißt, ich wollte mal Neurochirurg werden. Man kann nicht alles haben im Leben. Komm mal. Ah. Wollen wir nicht am Wochenende rausfahren? In Spreewald oder so? Was ist Spreewald? Spreewald bezeichnet ein von Flüssen durchzogenes Ausflugsgebiet südöstlich von Berlin. Wenn ich mal Salz. Klaus, das. Wisst ihr was? Ich fände das total herrlich, wenn wir mal einmal frühstücken könnten, ohne dass ihr in diese Dinger glotzt. Das kann man alles zur gleichen Zeit machen, Multitasking. Ich mach trotzdem Ballaballa. Das ist heutzutage so. Fuck! Sag mal. Diese scheiß Bitch! Marie! Ja, jetzt legt sie auch noch nach, nur weil ich gepostet habe, dass sie mit Jonas und Lukas gleichzeitig rumgemacht hat. Was lässt du dich auch auf so einen Kleinkrieg ein? Ja, was macht sie denn? Ja, mach mich mal los, Marie. Ich habe gedacht, mit diesen ganzen Pins und Tens ist das alles total sicher. Ist es eigentlich auch? Ja. Aber das sind international operierende Profis. Die knacken sogar die Firewalls vom Weißen Haus. Und über eine deutsche Pin lachen die nur. Gut, aber mir fehlen jetzt 437 Euro auf dem Konto. Und wie kriege ich die denn nun wieder? Ja, von uns. Gut, so, ich danke jetzt Ihnen. Jetzt habe ich aber mal zur Vorsicht Ihre sämtlichen Bewegungen durchgesehen. Und da habe ich auf Ihrem Kreditkartenkonto Folgendes entdeckt. Frau Grothoff. Da. Caribbean Games Enterprises, was ist das denn? Das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich das mal recherchiert. Abbuchung? Was ist das für eine Abbuchung? Ich rufe gleich zurück. Das ist eine Briefkastenfirma in der Karibik. Über die diese Online-Poker-Webseite läuft. Ich dachte, die Poker analog. Ja, das sollten wir auch denken. Klaus, das sind über 1800 Euro. Und ist es überhaupt sicher, dass es Benny war? Ja, ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Er hat es nicht mal geleugnet. Mit unserer Kreditkarte? Ja, über seine vielleicht. Schatz, können wir vielleicht heute Abend drüber sprechen? Ich habe hier wirklich gerade wahnsinnig viel zu tun. Und reg dich nicht auf, ja? Ich versuch's. Bis später, Schatz. Tschüss. Ich seh nicht so auf. Entschuldigung, es tut mir leid. Haben Sie Ihre Familie nicht im Griff? Wie bitte? Also mein Sohn, mir würde gleich als hinter die Mocken kriegen. Und ihr Mann spurt auch nicht. Ja, sag mal, bist du denn vollkommen verrückt geworden? Ja, ich weiß, aber das ging alles so schnell und ich dachte ja auch, ich gewinne zurück. Ich rufe morgen unseren Anwalt an, vielleicht kann der irgendwas drehen. Ich meine, rein rechtlich gesehen darf er ja an Glücksspielen noch gar nicht teilnehmen. Und Finger weg von der Zockerei im Netz, verstanden? Ja, sicher, Papa. Ja, sicher, Papa.
Was hast du gesagt? Schau mal, Benni, die doofe Chantal. Was hast du gesagt? Wisst ihr was? Es gibt eine neue App. Da muss man mindestens 4 Handys zusammenlegen. Geht mal her. Geht mal her. Benni? Geht mal her. Das lass sie doch mal. Was ist denn das für eine App? Die App heißt Offline und dauert ein Weilchen. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Sag mal, Mama, spinnst du jetzt total? Marisa, spricht man nicht mit seiner Mutter. Nein. Was heißt denn Weilchen? Keine Ahnung. 4 Wochen? Sag mal, spinnst du? Nein, ich spinne nicht im geringsten. Ich installiere da gerade ein Upgrade. Das ist sowas wie eine Software-Aktualisierung. Da kannst du mir nicht einfach mal... Doch, ich kann. Ich mache hier eine Familienaktualisierung. 4 Wochen lang, ohne diesen ganzen Scheiß hier. Und falls es euch interessiert, ich mache auch mit. Mama, wir können nicht doch, einfach... Doch, ihr könnt und ihr werdet auch. Und wenn nicht? Und wenn nicht, reg ich mich auf! Lass mich doch mal kurz in Ruhe. Jetzt kassiert sie allen Ernstes auch noch unsere Laptops ein. Da ist alles drauf. Ihr kennt doch eure Mutter. Heute sagt sie einen Monat und morgen... Sie jetzt gerade deinen Rechner. Quatsch, da ist doch meine Arbeit drauf. Und sie hat den Schlüssel zum Heizungskeller rausgesucht. Ihr Schrott. Heike, was machst du denn da? Jetzt komm mal bitte wieder zu dir, ja? Du, ich bin bei mir. Vielleicht mehr als je zuvor. Was? Was soll denn? Hör mal zu, wir leben im 21. Jahrhundert. Ja? Da hat man so kleine blinkende Maschinchen, mit denen man dafür bezahlt, dass man mal ein bisschen Abwechslung hat, ja? Ja, was? Du hast keine Ahnung, wovon ich rede, ne? Du denkst, ich drehe einfach so durch, weil ich sowieso zur Hysterie neige, ja? Was soll denn das? Das brauche ich alles zum Arbeiten. Was soll denn das? Hier, guck dir mal das an. Was soll denn das? Das sind 3 Abbuchungen einer Firma, die sich Flirt Online nennt. Damit kann man, Zitat, rund um die Uhr attraktive Singles in einer Umgebung finden und tabulose Flirts genießen. Muss ich das haben? Nach 19 Jahren? Ja, was? Sag was. Kerber hatte das im Büro. Da hat er mir einen Link geschickt. Ich bin da mal raufgegangen und dann, zack, war ich da angemeldet. Und? Hast du? Natürlich nicht. Was heißt denn hier natürlich nicht? Das ist ja abgebucht worden. 3 Monate lang. Ja, weil man aus diesem Scheißvertrag nicht eher wieder rauskommt. Und warum machst du das? Ich meine, was hast du nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte das nicht. Ich liebe dich viel zu sehr. Ich brauche keine tabulosen Singles. Du hast online geflirtet. Das kann man so nicht sagen. Ich lach mich schlapp. Wie kann man denn das sonst sagen? Ja, es tut mir leid. Man kann aber sagen, dass es einem leid tut und dass es ein Fehler war und es war falsch. Ja, das war wirklich falsch. Du, hier läuft aber einiges falsch. Ich glaube, du kriegst es gar nicht mehr mit. Du merkst gar nicht, dass wir gar keine Familie mehr sind. Ich übertreibe dir mal wirklich. Ich meine, du kannst doch deswegen die Kinder jetzt nicht ins Mittelalter zurückschicken. Ich meine, die brauchen ihre Handys, sonst werden die ausgegrenzt. Das ist ihr sozialer Kontext. Nee, die Verbindung von irgendwelchen Funksignalen ist kein sozialer Kontext. Und genau deswegen läuft hier grundsätzlich was schief. Und zwar nicht nur hier, sondern auf dem ganzen Planeten. Und den willst du jetzt retten? Ja, wer soll's denn sonst machen? Vielleicht die tabulosen Singles in deiner Umgebung? Schlafen. Ich wollte eigentlich Liga Legenden spielen. Was ist denn das? Ja, Fernsehen können wir jetzt auch nicht mehr schauen. Wollen wir DVD reintun? Was ist denn eigentlich mit dem Röhrenfernseher im Keller? Also ich stehe nicht auf. Hm? Ich hol den nicht. Na, geht ihr überhaupt noch? Ich glaube nicht. Der war doch zuletzt bei dir im Zimmer, oder? Benni? Ich will Liga Legenden spielen. Ja, ich guck gleich mal. Einen Monat? Alter, in einem Monat bist du tot, Mann.
In digitaler Hinsicht. Ich meine, Intermittenz in puncto Netzpräsenz, das ist a priori eine Kontradiktion. Ah, bla bla bluff. Dass die sich so anstellt. Wegen ein paar tausend Krachern, also das geht doch nicht. Naja, sie sagt, wir kommunizieren nicht mehr richtig. Naja, was dich angeht, hat sie ja voll recht, ne? Guten Morgen. Bücher raus und Handys weg. Ach Quatsch, doch. Sie nennt es Digital Detox, digitale Entgiftung. Das klingt nicht cool. Als sie erst das Smartphone gekriegt hat, hatte sie plötzlich die ganze Zeit so Kopfschmerzen. Natürlich wegen den Strahlen. Echt? Oh, krass. Was? Wollen wir heute Abend ins Kino gehen oder so? Boah, ist echt krass. Hallo. Ich bin auch noch da. Ich finde, das ist eine super Idee, dieses Projekt. Ein Experiment. Die ganze Familie, alle, gehen offline. Verstehe ich das richtig? Die Backups sind nach Feierabend in eurem Heizungskeller eingeschlossen. Ja. Warum sicherst du das System nicht in der Cloud? Ich meine, du bist doch Systemadministrator. Ich meine, okay, wie lange soll das ganze Ding gehen? Nicht lang. Nicht lang, 4 Wochen. Bitte? Entschuldigung, ich habe dich akustisch nicht verstanden. Was hast du gesagt? 4 Wochen. 4 Wochen. Okay, wie stellst du dir das vor? Du kannst doch nicht 4 Wochen offline sein. Wie stellst du dir das vor? Da musst du Urlaub nehmen. Was heißt denn Urlaub? Du bist hier bei der Arbeit, ich muss dich erreichen können. Also pass auf, ich bin über Festnetz erreichbar. Ja? Du kannst ein Taxi schicken, falls du irgendwelche... Soll ich dir deine Kutsche rüberschicken? Nein, mit einem Taxi, jetzt war doch nicht zynisch, wirklich. Eine E-Mail mit einem Taxi? Nein, ich will E-Mail und eine Notiz auf meinem Notizblock, den gibst du dem Taxifahrer und ich zahle. Und den schicken, ja, und du zahlst das dann. Ja. Okay. Augenblick, Klaus, Werner braucht mich im 6. Stock. Klaus, ich bitte dich, mach mir einen Vorschlag. 4 Wochen, vergiss es, niemals. 3 Wochen. Mama, Jason und Carilli haben heute ihr Hochzeitsfoto gepostet. Das konnten sich alle ansehen. Nur ich stand da wie ein Idiot. Wolltest du das? Du, wenn dein Seelenheil davon abhängt, dir irgendwelche Hochzeitsfotos von Promi-Pubertisten anzuschauen, dann weiß ich auch nicht. Ja, die sind vielleicht einfach interessanter als eine alte Frau mit einem Buchladen. Vielleicht das Wörtchen alten. Wir können diskutieren. Und wenn das nur deine Freundinnen sind, wenn du ein Handy hast, dann würde ich mal drüber nachdenken, ob das wirklich deine Freundinnen sind. Muss ich nicht. Das sind meine Freundinnen. Die haben ja herausgefunden, die? Wer sind denn die? Die beim Bingo-Abend? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Internetnutzung eifersüchtig macht und neidisch, weil nämlich jeder seine eigene Wirklichkeit permanent als ausschließlich sonnig darstellt und das dann mit seinem eigenen Leben vergleicht. Ich bin eifersüchtig und neidisch, aber erst seit mein Handy weg ist. Passt denn das jetzt hier nicht zusammen? Weil es solche Anschlüsse gar nicht mehr gibt, seit Hitler damals mit Mussolini telefoniert hat. Habt ihr das gerade in Geschichte gelernt? Jetzt passt's. Wir haben Festnetz. Wir haben Festnetz. Super, Mama. Das ist von der beschissenste Fucktag in meinem ganzen Leben. Na, dafür dauert es ja noch nicht so wahnsinnig lange. Warte mal, bis jemand dein Leben kaputt macht. Henny. Das ist der von Papa. Wenn du den vor meinen Augen löst, dann hole ich dir sofort die K-Box aus dem Keller. So. Anrufbeantworter. Stimmt irgendwas nicht? Benni? Ich muss mal aufs Klo. Und du warst doch gerade. Ja und, darf man jetzt nicht mal mehr aufs Klo gehen? Doch, oder? Klar. Also mein Tag war spitzenmäßig. Vor allem habe ich gemerkt, endlich mal Ruhe. Zuerst bin ich zu einem Kunden gefahren. Früher hatte ich die Adresse mit der App ausgesucht, aber mit dem Stadtplan geht es eben ganz genauso. Ja, dann musste ich ein bisschen warten und da habe ich gemerkt, normalerweise hätte ich jetzt irgendwas mit dem Handy gemacht. Keine Ahnung, irgendjemand angerufen, den ich sonst im Leben nicht angerufen hätte. Und plötzlich war das wie eine Befreiung. Ja, und dann bin ich in den Laden zurück. Ja, guten Tag, hier ist
zeitreich. Ich muss Ihnen leider kurzfristig absagen. Ich habe Ihnen auch schon auf Ihre Mailbox gesprochen, aber das haben Sie wahrscheinlich schon längst. Nein, das habe ich nicht gehört, weil ich nämlich im Regen eine geschlagene Stunde vor deiner Scheißhaustür gestanden bin, du Affe! Jedenfalls, ihr seht, es geht eben alles auch ohne. Schatz? Ja? Ist alles okay? Ja, ja, ich hab nur gerade ein bisschen Durchfall. Oh, soll ich dir Kohletabletten bringen? Oh, danke, ich krieg das schon hin. Okay, lass dir Zeit. Mach ich, danke Mama. Schweine am Gang. Mama, das ist nicht mein Smartphone. Das ist ein super simples 20-Euro-Handy. Ist ja prima, dafür zahlst du jede einzelne SMS. Ist ja mit Flatrate. Weißt du, was Abraham Lincoln gesagt hat? Man kann alle Menschen einen Teil der Zeit täuschen, man kann einen Teil der Menschen die ganze Zeit täuschen, aber man kann nicht alle Menschen die ganze Zeit täuschen. Wenn er so schlau war, wieso wurde er dann erschossen? Woher weißt du das denn? Aus dem Internet. So. Jetzt haben wir gleich alle Programme. Früher gab es nur die ersten beiden da oben. Art und St. Ja. Was heißen die denn so blöd? ZDF, zweites deutsches Fernsehen. Das kennst du bestimmt von den Plakaten. Weißt du, mit dem zweiten sieht man besser? Mit dem zweiten was denn? Mit dem zweiten Fernsehen. Und soll sich zwei Fernseher kaufen? Also so blöd können die Leute doch auch wieder nicht sein. Benni, wenn du glaubst, du kannst mich verarschen, hast dich geschnitten. Es gibt wieso, zwei Programme. Sowieso. Da sind viel mehr als zwei. Es gibt zwei Hauptprogramme, öffentlich-rechtlich. Wieso eigentlich öffentlich, wenn das eh bloß die alten Leute schauen? Was ist denn eigentlich ARD? Alle reden durcheinander? Allgemeine Rundfunkanstalten Deutschlands. Danke. Bitte. So. Vielleicht nicht so viel wie bei euch im Internet, aber immerhin. Mama, da beginnen Filme zu einer bestimmten Uhrzeit. Da musst du da sitzen. Falsch. Heutzutage gibt's ja Mediatheken. Da kannst du dir im Internet, wann du willst, alles angucken. Ja, aber die alten Leute, die das gucken, haben ja kein Netz. Ja, auch nicht, weil deine Mutter den Router im Keller eingeschlossen hat. Stimmt. So, ZDF. Heute Abend pokern wir wieder bei Jan. Kommst du auch? Nee, Mann, meine Eltern killen mich, wenn ich das mache. Alter, was für das alles gefallen lässt, Mann. Ich dachte, du hast Eier. Der auch. Jetzt hat er festen Netz. Sehr witzig. Zunächst drehen Sie vor Ihnen liegende obere Außenkante so, dass dort nur eine einzige Farbe zu sehen ist. Ja, geht viel einfacher. Guck. Ja, toll. Ich will's aber selber machen. Ja, dann lass dich dabei mal nicht weiter stören, ne? Kommen wir an ab. Erst am nächsten Tag, wenn du wieder Zugriff auf deine Mails hast. Wir sind ein modernes Unternehmen. Das ganze Großprojekt gerät in Gefahr. Kannst du mir mal sagen, was ich unseren Kunden sagen soll? In 5 Minuten in mein Büro. Bis du dein Kack-Roboter-Rasenmäher programmiert hast, habe ich den Rasen schon dreimal gemäht. Mach doch einfach, Mensch. Mach doch einfach. Grüß dich. Du, dreimal habe ich bei dir angerufen. Gehst du gar nicht mehr ans Handy? Nein, ich gehe nicht mehr ans Handy. Nein, er war total süß. Hä? Nein, Tom ist eben einfach ein bisschen anders als die anderen Spassen. Er liebt mich eben. Marie, hast du Schluss bitte? Ich muss erreichbar sein, ja? Kannst du dir nicht irgendwelche Sachen im Regal anschauen? Entschuldigung. Tut mir leid. Was war denn jetzt eigentlich, wie gesagt? Nein, ich will jetzt gar nicht.
Klaus, was machst du da eigentlich? Gute Frage. Ernst? Tatsache ist, ich weiß nicht, was ich machen soll. Bestätigt meine These. Das bestätigt einzig und allein, dass das hier so nicht weitergeht. Alex hat mich heute zusammengefaltet, ja? Weil ich nicht mehr erreichbar bin, weil ich keine E-Mails mehr empfangen kann. Marie, mach bitte Schluss, ja? Dann hol mir doch mein Handy aus dem Keller, Papa, ganz ehrlich. Sag mal, was denn das für ein Ton hier? Schatz, bitte, ja? Was passiert, wenn ich gefeuert werde? Was dann? Wer wird dich nicht feuern, Schatz? Du bist Herz und Seele dieser Firma. Außerdem hast du auch mal Feierabend. Jetzt beruhigen sich mal alle. Setz dich mal ein Momentchen hin und schenk mir auch ein Schnäpschen ein. Marie, ja? Spannt euch an. Das ist ein Wecker. Ach. Mit diesem Rädchen verstellst du den Zeiger auf die Uhrzeit, zu der du aufstehen möchtest. Und wenn dann der Stundenzeiger diesen Zeiger berührt, herrlich, oder? So. Ich habe ihn auf 7:30 gestellt. Wann? Unser Wandertag geht früh los. Wunderschön hier? Ja, wirklich wunderschön. Wald, Wiese, Wind, Wolken, Kühe. Kühe und die ganzen Pferde und Giraffen. Das ist Natur, ihr müsst mal richtig einatmen. Die Luft, krass, Mama. Nein, ich meine richtig tief einatmen, sodass die Luft tief unten im Bauch ankommt. Sag mal, rauchst du? Nein. Ja, siehst du, dann ist das, weil du gar keinen Kontakt mehr hast zu dir selber. Ihr habt also Heike, Schatz, bitte, ja? Jetzt mach mal halblang. Wir sind hier mit dir rausgefahren, wir gehen spazieren, das ist alles. Weißt du, das ist was, was es in euren ganzen Programmen und Netzen gar nicht gibt. Guck dir das mal an. Das gibt's in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr. Gucke hin, Mann! So herrlich. Also jedenfalls wurde die Kirche entworfen vom damaligen König Friedrich Wilhelm IV. Man nannte ihn auch den Romantiker auf dem Thron. Guckt euch mal den Turm an. Und den Vorplatz. Erinnert euch das an was? Na? Ja, denkt mal nach. Soll ich euch einen Tipp geben? Letzten Sommerurlaub Italien. Na, Florenz ist es nicht. Leonardo da Vinci kam nicht aus Mailand, sondern aus... Aus Kalkutta! Sag mal. Mann, nee, mir reicht's jetzt echt. Kann so ein bisschen lauter brüllen, ich verstehe dich. Ja, meine ganzen Freunde sind weg. Die sind nicht weg, die sind irgendwo da draußen in ihren digitalen Traumwelten. Und diese Traumwelten sind mein Leben. Benni, wenn das gleichbedeutend mit deinem Leben ist, dann läuft hier aber wirklich grundsätzlich was schief. Heike, Heike, ja, vielleicht finden wir ja einen Kompromiss und dann ganz wieder nett zueinander. Kompromiss sein, alles zurück auf Anfang oder was? Und Mutti kann froh sein, wenn wir einmal in der Woche Mensch ärgere dich nicht spielen, weil wir dann wieder so eine richtige Familie sind. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal so richtig tief in den Bauch atmen. Frau Kothoff, aber so geht das nicht. Wie sieht sie in meine Karte ein und sagen mir, so geht das nicht? Ich habe Ihnen und Ihrem Mann mehrere Mails geschickt und auf die Mailbox gesprochen. Und Sie ignorieren das einfach. Nein, wir ignorieren das nicht einfach. Wir machen zurzeit so eine Art digitaler Diät. Aber dann sind Sie ja nicht mehr erreichbar. Doch, ich bin erreichbar. Ich habe 2 Festnetzanschlüsse, einen zu Hause, einen im Geschäft. Stellen Sie sich vor, man kann auch ohne dieses ganze Zeug leben. Außerdem bin ich ja hier. Vielleicht sollten Sie auf Ihrem Zeug eine Nachricht hinterlassen, dass Sie eine digitale Diät machen. Jedenfalls sind diese Hacker weiter aktiv. Natürlich arbeiten unsere IT-Leute auf Hochtouren, aber zunächst mal habe ich Ihre Karten vorläufig sperren lassen.
Ja, gut, so machen wir das. Danke. Ich brauche das für die Arbeit. Ich habe ja gar nichts gesagt. Unsere ganzen Konten und Karten sind gesperrt. Ich habe gedacht, ich sage es dir lieber persönlich. Was? Hier. Hier. Ja. Gibst du mir denn jetzt Geld? Ja, aber Frau Rothoff, hallo. Was machen Sie denn hier? Entschuldigung, das ist eine Privatangelegenheit. Aha. Schönen Tag noch. Mhm. Ihnen auch. Na, super. Was bringst du mir denn jetzt Geld? Sag mal, hast du eine Meise? Ich weiß nicht, ob du mir zugehört hast. Unsere ganzen Konten sind gesperrt. Wir können nichts mehr ziehen. Ja, und? Ich meine, was macht denn das für einen Eindruck? Du brauchst doch bringst auch ein bisschen Geld. Bringst du mir jetzt mein Taschengeld hier? Oder wie? Entschuldige, ich habe gedacht, dass du vielleicht ein bisschen Geld in deiner Tasche hast. Also gut. Das hätte auch bis heute Abend Zeit. Alles immer Zeit bis heute Abend hier. Tschüss. Manu, ich weiß es nicht. Der verfickte Bus ist weg. Ja, vielleicht hat sich ja die verfickte Abfahrtszeit geändert. Super. Nobelpreis, Mama. Das konnte mir das ja wegen deinem Offline keiner sagen. Und jetzt sitzen alle in diesem Bus, außer ich. Ich stehe kipp in Bio. Die anderen sind jetzt alle in dem Naturschutzgebiet und schreiben das Referat darüber. Und ich? Ich darf es mir wieder mühsam zusammenlesen. Vielen, vielen Dank. Okay, hast du denen unsere Festnetznummer gegeben? Benni? Hallo? Benni? Aber warum denn um alles in der Welt? Ich bin total durchgeknallt. Danke. Hallo. Oh. Was macht ihr denn hier? Nachsehen, ob ihr noch lebt. Hier geht ja keiner an sein Handy und wir mailen uns zu Tode. Wieso? Wir haben ja Festnetz hier und im Laden habe ich einen Anruf von. Das hat doch heute kein Mensch mehr. Doch, wir schon. Und was sollen wir da drauf sprechen? Hallo, meldet euch aus dem Jenseits oder was? Was heißt denn hier, ob wir noch leben? Lass dich umarmen, du. Sonst sehen wir uns ja nur zu Weihnachten. Ja, mein Kind. Kind. Hallo, Mann. Hallo. Wo wohnt ihr denn? Hier. Aber ich mache mir erstmal einen Kaffee. Und Papa möchte eine Zitronenlimonade. Eine große. Wie, da kommt ihr jetzt extra aus Marbella. Na klar, du bist erwachsen, lebst dein Leben, aber das hier, das ist doch völlig bescheuert. Überlass das mal mir, Mami, okay? Das mach ich doch. Aber du kannst die Zukunft nicht aussperren. Das ist weder gut für dich noch für deine Familie. Hier, schau mal, das ist unser Strand. Ist doch fantastisch, ne? Ja, wunderbar. Und hier, muss gleich kommen, da machen wir einen Ausflug. Da, Papa und ich mit den Kempinskis. Übrigens sehr nette Leute, die haben wir letztes Jahr in Florida kennengelernt. Ach, gucke, da weiß Frau Kempinski also auch schon Michelle. Aber jetzt zeige ich dir was, das ist ganz toll. Pass auf, wir können sogar unser Haus steuern. Hier, Wohnzimmer. Rollläden rauf, Rollläden runter. Jetzt. Fantastisch, ne? Oder jetzt Wohnzimmer, Licht. Aus. Ich weiß gar nicht, wie wir das früher gemacht haben. So. Fantastisch, oder? Du, Oma? Kann ich mal bitte kurz ein paar Nachrichten schreiben? Klar. Danke. Oma? Ich müsste auch ganz dringend meiner Freundin was schreiben. Könnte ich da vielleicht... Ich hab's zuerst. Ja, frag doch Opa. Okay. Na, Benni, Schatz, was gibt's Neues? Ein schlechter Versuch. Mama, das ist Omas Tablet. Chill mal deine Base. Wie bitte? Du sollst deine Base chillen. Mach ich. Gib her. Mann. Das war doch nur kurz. Lass doch die Kinder. Die Kinder? Ach, Scheiße. Papa? Hm? Hat Marie zufällig dein Smartphone?
Gib mal dein Telefon. Doch, bitte. Nein! Bitte. Also ich finde, das geht zu weit. Wenn ihr hier wohnt, dann habt ihr euch an die Offline-Spielregeln zu halten. Gib her. Papa? Ich wurde gebeten, nicht zu antworten. Und wie soll ich jetzt mit meinen Freundinnen Kontakt halten, meine Horoskope lesen, unsere Tickets buchen? Im Festnetz, in der Zeitung und im Reisebüro. Wollt ihr mich verkackeiern? Mittelalter. Käse für euch? Wunderbar, danke, dass wir in deinem Saustall übernachten dürfen. Ja, Ehrensache. Oh, so. Danke, Oma. Danke. Guten Nacht. Schlaf gut. Ja, du auch. Mann, ich meine, wann hast du denn das letzte Mal was mit Benny gemacht? Ich hab gerade vor ein paar Tagen mit ihm Autodiebstahl in Detroit gespielt. Stundenlang. Ich meine nicht irgendwelche Spiele an der Konsole, ich meine wirklich was gemacht. Weißt du, andere Väter gehen mit ihren Söhnen angeln. Ich kann doch gar nicht angeln. Ach, es gibt nichts Langweiligeres als Angeln. Was meinst du, was Benny mir sagt, wenn ich sage, wir gehen angeln? Pass auf, die Menschen reden dabei miteinander. Das vertreibt aber die Fische. Ach, Klaus, Mann! Muss ich dir alles vorkauen? Lass dir doch irgendwie selber mal was einfallen. Du bist doch kein kleiner Junge mehr. Nee, das bin ich wirklich nicht. So, und ab jetzt schläft der Mann im Wohnzimmer. Entschuldige. Oh, was liest denn? J.D. Salinger. Der Fänger am Morgen. Ich bin ungebildet, aber ich lese viel. Hm, ist wahrscheinlich voll Mamas Ding, ne? Sag mal, zu wem würdest du eigentlich wollen, wenn... Naja, wenn Mama und Papa sich trennen würden? Ach, Quatsch. Benny. Zu Mama ganz sicher nicht. Ich meine, selbst im Knast haben die Leute ein Handy, nur wir nicht. Papa war wohl auf so einer Flirt-Hotline. Ich habe gehört, wie sie sich gestritten haben. Nee, oder? Aber so war sie schon immer. Schon als Kind. Furchtbar anstrengend. Hat sich in ihrem Baumhaus verbarrikadiert aus Protest, weil der deutsche Wald im Sterben lag. Dabei geht's ihm heute besser als je zuvor. Ja, und nicht, weil unsere Tochter sich verbarrikadiert hat. In einem Punkt hat sie irgendwie schon recht. Ach, dass im Mittelalter alle Menschen glücklicher waren, wo man noch gevierteilt wurde? Du zum Beispiel. Ich? Du hängst ständig an deinem Handy. Du telefonierst rund um die Uhr mit deinen Freundinnen. Und dabei tauscht ihr auch noch mindestens 200 SMS aus. Ach, ist doch gar nicht wahr. Meistens geht's um nichts. Also ihr sagt euch doch noch Bescheid, wenn in Peking ein Fahrrad umfällt. Also du! Das ist ein totaler Automatismus geworden. Hör mal! Nein, ja. Hör mal! Also, du hast doch sogar eine Golf-App, habe ich doch gesehen. Ja, natürlich. Ja, weil das ja so wahnsinnig wichtig ist, zu wissen, wo in Kuala Lumpur auf irgendeinem blöden Golfplatz ein Baum im Wege steht. Es könnte wichtig sein, ja. Aber deswegen bin ich davon nicht abhängig. Ich bin auch nicht abhängig. Du redest mehr mit deinem Handy als mit mir. Ja, das ist auch wesentlich unterhaltsamer und intelligenter. Auf den meisten Golfplätzen herrscht Handyverbot. Solltest du mal probieren. Übrigens, Varo hat beschlossen, wir gehen morgen in ein Hotel. Ja. Ja. Kann ich mitkommen? Wir sind ja nicht weit weg. Ihr könnt uns tschüss machen.
Ihr könnt uns dann ja mal von eurem Festnetz aus anrufen. Seid ihr denn überhaupt untergebracht? Potsdam. Irgend so ein Vier-Sterne-Schuppen mit einer Golfanlage vor der Haustür. Ich dachte, wir wohnen am Kudamm. Wochenend-Shopping in der City. Da hat der Opa aber Lust drauf. Tschüss, Papa. Weil er Schluss gemacht hat. Wie? Aber es macht doch niemand so einfach Schluss. Was heißt denn einfach so? Er kann mich halt nicht mehr erreichen. Das gibt's doch nicht. Marie, man kann sich doch auch verabreden, ohne dass man permanent Buchstaben durch einen digitalen Äther schickt. Ja, toll. Weißt du, was er noch gesagt hat? Er hat gesagt, er will nicht mit einem Freak zusammen sein. Das hast du aus mir gemacht. Einen Freak, mit dem keiner was zu tun haben will. Nicht hinsehen. Aber wie kann er denn? Nicht hinsehen. Idioten muss man ziehen lassen. Von einer halben Stunde trennt er sich. Und jetzt fährt er mit der scheiß Chantal los? Naja. Wie, naja? Wenn er dich nicht mehr erreichen kann, ich meine, es ist ja auch hart. Ja, aber das ist doch nicht meine Schuld. Also wenn du dir das gefallen lässt, dann eben irgendwie doch. Stehen. Wozu denn? Damit du noch mehr kaputt machen kannst? Ach komm schon, Schatz. Und dann holst du ihn zurück mit deinem Mama-Gequatsche? Nein, das kann ich natürlich nicht. Dackel mir bitte nicht hinterher. Was? Was willst du? Ich möchte dich einfach mal reinnehmen. Komm mal her. So, hier muss jetzt der Wurm rauf. Vorsichtig. Hier. Steht da irgendwie wie? Naja, hier ist ein Bild. Ja, dann spießt den auf, quasi. Nee, das mache ich nicht. Aber so angelt man. Wir brauchen Köder, das steht hier. Aber ich meine, der lebt doch noch. Stell dir mal vor, da würde so ein Riese kommen und dich auf so einen Riesenspieß spießen, wie so ein Schasch. Ach so, Quatsch, das ist doch nur ein Wurm. Ich meine, der hat vorher auch irgendwas gegessen. Plankton oder irgendwas. Ja, wo ist der oben und unten? Weiß ich nicht. Ja, irgendwo muss der Kopf sein. Du hältst ihn jetzt an zwei Enden fest. Aber der ist so glitschig, ich kann ihn nicht halten. Mach den erstmal sauber, ich sehe gar nichts. Ja, dann mach du doch. Ich? Ist doch ganz einfach. Ja, hier. Vielleicht nehmen wir uns einen Kescher und schmeißen den Wurm so rein. Du willst doch angeln lernen. Ich wollte das gar nicht lernen. Du wolltest mit mir angeln gehen. Du hast gesagt, du müsstest was anderes machen, als immer vor deinen komischen Videospielen hängen. Denk doch mal an deine Mutter, ja, wie die sich freuen würde, wenn die uns da sehen würde. Aber, naja, wie war denn das? Naja, das war, als ob mir jemand mit der Faust in die Magengrube gehauen hätte. Ich hab gedacht, das ist doch mein Mann, das kann er doch nicht machen. Naja, so richtig gemacht hat er ja auch nichts. Naja, aber er hat dran gedacht. Ja, aber hast du nie an andere Typen gedacht? Wie gedacht? Na schon, gedacht. Gedacht, vielleicht schon, aber so gedacht, eigentlich nicht. Nein. Also, als ich noch mit Tom zusammen war, da hat mir Lukas auch gefallen. Ja, wir haben an Silvester vielleicht mal rumgemacht. Aber du bist 16. Ja, ich weiß. Und ich weiß auch, dass da noch ein paar andere Typen durch mein Leben latschen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Und was ist, wenn du ihm einfach schreibst? Offline? Nein, ich meine Brief. Also Papier. Papa und ich haben uns ganz viele Briefe geschrieben. Also man nimmt dann Papier Mama. Und stirbt. Ja, dann hat er was von dir. Das ist persönlich und direkt. Ich schreibe ihm doch keinen Liebesbrief und werfe mich dem zu Füßen. Natürlich, mach. Tom hat wahrscheinlich nicht meinen Briefkasten. Wieso haben wir eigentlich Ölsardinen? Aha.
Ich hab mir schon gedacht, dass das nicht klappt mit dem Angeln. Ist was? Stimmt das? Mit der Flirt-Hotline? Hat sie das deiner Mama erzählt? Maria hat euch gehört. Na, ist ja toll. Also, stimmt's. Also, ich meine, hättest du dir da wirklich irgendwas vor? Nein, natürlich nicht. Ich war einfach neugierig. Wollte mal gucken. Aber nicht anfassen. Nee, bestimmt nicht. Dafür liebe ich deine Mama viel zu sehr. Wenn man ein Junge ist, ne? Dann gibt es dieses Meer von Möglichkeiten. Und irgendwann musst du dich mal für ein paar von denen entscheiden. Und dann sind irgendwann diese Möglichkeiten dein Leben. Tja, dann denkt man manchmal, ist es das jetzt? War's das schon? So schön, wie es alles ist. Und dann macht man halt Sachen, die man hinterher bereut. Weil man nicht an die Konsequenzen gedacht hat. Also bist du jetzt in dem Alter, wo andere sich ein Motorrad kaufen? Ja, genau. Finde ich aber gut, dass du es nicht machst. Also, auch für die Klamotten und so. Gerne. Mama? Vielleicht schreibst du Papa einfach auch einen Brief? Bring schon hin, mach dir mal keine Sorgen. Okay. Na? Und was hat Benny denn jetzt zum Angeln gesagt? Wortwörtlich? Hm. Ah, kann schon ganz geil sein. Ganz geil? Mhm. Was heißt das? 7. Hm? Nach einer Skala von 1 bis 10 ist ganz geil so die 7. Okay. Und bei euch beim Shoppen? Marie würde sagen, eine geschmeidige 8. Ja. Na, dann hätten wir heute zusammen so 7,5. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied zu letzter Woche, als ihr noch eure Dinge hattet. Da waren wir dann wohl so bei einer 5 oder 6. Hm? Ich würde ja sagen, bei 0. 0? Heike, eine 0 geht gar nicht. Ja, doch, ganz ehrlich, ich fand's wirklich traurig. Weil wir Smartphones hatten? Nein, ich meine ganz grundsätzlich. Ich meine, es hat sich schon einiges verändert in den letzten Jahren, oder? Ja, ich weiß. Mein früher war es alles ein bisschen aufregender, ne? Ein bisschen romantischer. Ja, aber Klaus, das Leben ist ja nicht immer aufregend und romantisch. Bei uns war es das aber. Was wünschst du dir? Was kann ich machen? Ich wünsche mir, dass wir wieder eine Familie sind. Und dass wir was miteinander zu tun haben, vor allem auch du und ich. Und außerdem wünsche ich mir, dass du wieder ins Schlafzimmer ziehst. Hm. Ja, das wünsche ich mir auch. Lieber Tom, ich schreibe dir diesen Brief, weil ich noch was vergessen habe. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass ich dich total verstehen kann.
Da ist dieses Mädchen, dem du mal gesagt hast, dass du es liebst. Und alles läuft gut mit ihr. Aber plötzlich ist sie nicht mehr wie die anderen Mädchen. Du kannst nicht mehr einfach auf eine Taste drücken und schon hast du sie. Sondern du musst dich anstrengen. Und plötzlich ist es kompliziert. Und da fragst du dich natürlich, ist es das wert? Willst du dir das alles reinziehen oder ist es nicht viel einfacher, das einfach zu beenden? Ich glaube, manchmal ist es eben kompliziert. Meistens da, wo es auch spannend wird. Du hast mal gesagt, die lachen schon über uns. Und ich glaube, wenn du nicht mal das aushältst, dann machst du genau das Richtige. Also mach's gut, Marie. Hey. Hi. Das hier ist das Tollste, was ich je bekommen habe. Okay. Und jetzt? Können wir kurz reden? Und jetzt werfe ich mich dir gleich wieder in die Arme, oder? Wie hast du dir das vorgestellt? Nee. Ich wollte dir nur sagen, dass ich ein totaler Idiot war. Okay, dann schreib mir doch erstmal zurück, ja? So, jetzt Achtung, das war früher mein Lieblingssong. Das ist ganz schön anstrengend. Man muss sich andauernd was Neues einfallen lassen. Aber es ist gut für die Durchblutung. Ich habe auch noch Energie. Du Marie, zeig doch mal Toms Antwortbrief. Nee. Außerdem ist der auf Papier, den habe ich ja eh nicht dabei. Schade. Früher konnten wir das immer auf Fisibook mitlesen. Na? Hast du dir Tom mit deiner Offline-Nummer zurückgeholt? Anscheinend. Wenn er auf so eine Ökotussi wie dich abfährt, dann ist er eben böse. Bye bye, Chantal. Viel Spaß auf dem Strich. Schreib doch einen Brief drüber. Opern Gangnam Style. Gangnam Style. Okay, 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 약한 여자 Hallo! Was ist denn bei euch los hier, Schnullis? Sind wir zu laut? Ja, ganz normaler Wahnsinn, wieso? Ja, eure gute Laune geht mir manchmal so ein bisschen auf den Nerven. Oh, wir könnten noch bessere Laune haben. Habt ihr was genommen? Na, ihr was weggelassen. Ah, musst du mir ganz genau erklären. Du, wir grillen gleich mit den anderen. Kommt doch rüber. Ja. Hast du einen neuen Grill? Ich habe einen neuen Grill, ja, genau. Dann bring den doch einfach mit. Ich bring den hierher. Wieso? Du meinst also Null-Diät? Ja klar, radikal. Keine Handys, keine Laptops, keine Spielekonsolen. Oh, Junge, Junge, Junge. Und das Tolle ist, man verbringt wieder richtig viel Zeit miteinander, oder? Klar. Ich gehe mal zu den anderen. Ja. Hi. Den Grill habe ich bei Powerschnäppchen.de bestellt. Super Profiteil. Mit der kostenlosen App, die dann alles genau erklärt. Also wo die Kohle reinkommt, ne? Grillanzünder, alles rucki zucki. Wer ist die App? Grillgroupie. Groupie mit EE. Mann, ist furchtbar. Ja. Sieht nicht gut aus für euch. Heike fixt eure Frauen an. Internet null Diät. Ach, hey. Und was macht ihr denn den ganzen Feierabend über? Ja, und vor allem am Wochenende. Ich meine, wo bleibt denn da die Quality Time? Hier, ich habe eine neue Fußball-App. Damit kann ich mir die Spiele schon vorm Anpfiff angucken. Was? War ein Witz. Und wenn man die Kinder plötzlich wo abholen muss? Na ja, da müssen Verabredungen halt wieder Verabredungen sein. Dann lernen die gleich, dass man sich nicht immer alles offen lassen kann. Ist doch super. Ja. Du weißt was, Claudia? Du arbeitest doch bei der Presse. Das ist doch eine riesen Story für euch. Brandaktuell, oder? Ich könnte das machen. Nee, war so ein fettes Ding. Ja. Wow. Also dann richtig so Berlin, T-Shirt, drucken. Wir haben auch ein ja. Bingo. Ich meine, ich hatte selten so viel Spaß mit meiner Familie in den letzten Tagen. Aber wenn das ausartet und dann auch noch in die Arbeit übergeht, dann
dann wird's eng. Scheiße, nur weil unsere Frauen den Draht zur Technik verloren haben, müssen wir ihr leiden, oder was? Also ohne mich. Ralf, deine Würste verbrennen. Eben, alles gleich. Ich wüsste gar nicht, wo ich die Dinger hinschließen soll. Na, in den Heizungskeller, so wie heute. Die kann ich von sich abschließen. Ja, du kannst sie ja zu uns bringen. Ja, dann kommen sie zu euch und holen sich die Dinger wieder ab. Ja, sollen sie mal kommen. Ja. Claudia! Nein, Effi, nix, was? Nix. Komm mal. Offline. Gerne noch heute Smartphone. Das muss sein. Dankeschön. Ja, und wann kriege ich das wieder? Tschüss. Ja, die ersten 48 Stunden, die sind wirklich schlimm. Aber man muss einfach konsequent bleiben. Also nicht mal eben irgendwie E-Mails checken oder SMS schicken oder so. Das ist halt so die ganz harte Entzugsphase. Das ist naheliegend. Aber dann. Was also passiert. Ohne dass ich es geplant hatte, ging unsere gesamte kleine Siedlung offline. Kein Piepen, Simsen und Klingeln mehr. Es war herrlich friedlich. Nur für wie lange? Rio, Shanghai, New York. Die ganze Welt ist vernetzt. Ein globales Dorf, in dem ein Leben ohne Internet und Smartphones unvorstellbar geworden ist. Die ganze Welt ist vernetzt und jeder ist ständig erreichbar. Die ganze Welt? Nein. Denn hier, mitten in der Hauptstadt, haben sich plötzlich große Teile eines Wohnviertels entschlossen, auf Handy- und Internetnutzung zu verzichten. Also, Frau Grotschaff, hier hat also alles angefangen? Ja. Ach ja, das können wir und unsere Zuschauer uns natürlich bildhaft vorstellen. Sie sitzen hier mit Ihrer Familie auf dem Sofa und in die Kamera gucken. Da haben sie sich natürlich gefreut auf einen schönen Abend und mit schönen Gesprächen und alle sitzen da mit einem Handy vor der Nase. Und ja, und dann haben sie da gedacht, hier hört mir eigentlich niemand zu. War das so? Ja, so war das. Ah ja, okay. Und das ist also der Mann, ja? Das ist mein Mann, ja. Gut. Und wo sind die Kinder? Marie, Benny. Hm. Ich hätte eine Frage. Ein Mädchen in deinem Alter, also, wie haben denn deine Freunde reagiert? Also, das Ding ist, wenn man so beliebt ist und die ganze Zeit Leute einem schreiben und irgendwann ist man nicht mehr erreichbar, dann enttäuscht man ja auch viele Menschen. Und das ist auch eigentlich etwas, was ich persönlich niemals gewollt hätte. Ne? Aber man muss sich schon darauf einstellen, dass dann einfach viele Freundschaften kaputt gehen, das soziale Umfeld sich von einem abwendet und ja, doch der 16, was haben wir? Was haben Sie gedacht, was Sie erzählt? Man fällt erstmal schon ziemlich tief. Fakt ist, das führt zu etlichen Diskussionen. So, aber ich denke, die muss man einfach aushalten. Na gut, dann viel Spaß noch. Vielen Dank. Und du sollst ja so ein richtiger Spielefreak sein, ne? Wie hat sich denn dein Leben verändert seit der Aktion deiner Mutter? Benny ist ein Spielefreak, aber nicht so eine Plaudertasche. Also ihm fällt das auch nicht leicht, aber es ist definitiv öfter an der frischen Luft. Ich hätte gerne noch ein Statement von Ihnen.
Ja, ich habe mich einfach in die Kamera bitte. Ja, ich habe mich einfach irgendwann gefragt, ob das das Leben ist, was ich haben möchte. Und vielleicht ist Offline ja das neue Online. Wer weiß. Und ein ganzes Viertel zieht mit. Offenbar hat Frau Grothoff eine Stimmung getroffen, die viel, viel verbreiteter ist, als Soziologen bisher angenommen hatten. In ihrer Familie sorgt diese Frau für Konsequenz und geht damit einen Schritt weiter. Hallo? Sag mal, Heike, was war das denn? Ach so doof. Hast du die Tagespresse schon gesehen? Oh Gott, ja, ich ahne es schon. Das ist ein Volltreffer. Offline ist das neue Online. Analog statt digital. Zehlendorf geht auf digitale Diät. Ja, ich verstehe es irgendwo, aber das kannst du doch trotzdem nicht machen. Ja. Nein. Nicht gut. Ich muss das jetzt mal verdauen. Ne? Ja. Klaus, ich habe eine großartige Idee. Also pass auf, ich habe eben Doris beim... Ist dir nicht wohl? Bitte? Okay, kannst du... Ich muss das loswerden jetzt. Also pass auf, ich habe eben Doris beim Bäcker getroffen und ich habe mich entschieden, also ich für mich habe mich entschieden, ich hoffe natürlich, dass ihr Verständnis habt. Heike, das war eben Alex, mein Chef. Weißt du, die ganze letzte Zeit, die war so herrlich für mich. Ich meine, wann haben wir zuletzt als Familie so viel miteinander gemacht und gelacht? Ich kann gar nicht anders. Ich habe mich entschieden, ich möchte für immer offline bleiben. Bist du irre? Nein, ich hoffe, dass ihr mitmacht. Heike, ich glaube ja nicht, dass deine Einnahmen im Antiquariat reichen, um für unser Leben hier und um unser Haus abzubezahlen. Ich sag's dir nochmal. Alex hat mich gerade angerufen, ja? Falls du dich an ihn erinnerst, mein Chef. Ja, klar, ich weiß, dass Alex sein Chef ist. Nein, das ist er nicht mehr, seit genau einer Minute. Wie, hat er gekündigt? Nein, er mir. Was? Er sagt, es geht einfach nicht mehr und er hat recht. Ich meine, ich kann nicht mal widersprechen. Ich bekomme noch 3 Monate Gehalt und dann wird er mir ein gutes Zeugnis schreiben für meine nächsten Bewerbungen. Und das hilft natürlich. Was nicht hilft, ist die Tatsache, dass alle anderen Bewerber bei diesen Bewerbungen mindestens 20 bis 30 Jahre jünger sein werden. Ja, aber das kannst du dir ja nicht gefallen lassen. Das tue ich auch nicht. Er hat mich oft genug gewarnt. Das ist meine eigene Blödheit. Nein, aber Klaus, es gibt ja ein Arbeitsrecht in Deutschland. Ich meine, da musst du klagen dagegen. Es gibt ja kein Gesetz hier bei uns, dass es Arbeitnehmern vorschreibt, dass sie sich zum Sklaven von Internet und Handy machen sollen. Ich meine, das ist doch absurd. Heike, darum geht es nicht. Worum geht's denn dann? Dann klär mich auf. Es geht um unsere Existenz. Klaus, wo bist denn du? Was machst du denn? Klaus, jetzt warte doch mal. Wo willst du denn hin? Das weiß ich nicht. Klaus, schau mal, wir haben es doch wirklich, wir haben es doch gut gehabt. Ich meine, das muss doch jemand anderem aufgefallen sein aus der Mitte. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Aber wir zahlen einen wirklich hohen Preis dafür, Schatz, ja? Ich habe keinen Job mehr, die Kinder haben keine Freunde mehr und du bist nur noch offline. Ja, dann weiß ich... Mann, Mama, du hast echt ein Gespür für Timing! Na? Na? Ist gerade nicht so gut. Ich weiß. Wo ist denn Bernd? Auf dem Golfplatz in der Uckermark. Schnuckelchen. Nee, Mama, wenn du es gut meinst, dann führt das nur zu Krieg und zu Tobsuchtsanfällen. Das ist bei allen Müttern in unserer Familie so. Ich sag das ungern, aber ich habe den Verdacht, dass du ein noch größerer Dickschädel bist als ich. Ich sag das auch ungern, aber ich habe den Verdacht, dass Klaus was gemacht hat, was Papa nie gemacht hätte. Bist du dir da so sicher? Was? Mhm. Vor 10 Jahren. Da hatte er was mit einer Nachbarin. Papa? Papa mit der Nachbarin. Oder beinahe viel hätte jedenfalls nicht gefehlt. Aber vielleicht auch nur, weil ich ihm auf die Schliche gekommen bin. Und was hast du gemacht? Nichts. Ganz untypischerweise habe ich nichts gemacht. Wie, aber das muss dir doch wehgetan haben. Hm.
Hat es auch. Sehr sogar. Aber weißt du was? Erst dadurch ist mir etwas Entscheidendes klar geworden. Dass wir uns seit 45 Jahren lieben, obwohl wir zwei völlig unmögliche Menschen sind und eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Er hört mir nicht zu, ich höre ihm nicht zu. Und wenn ich ihm mal vorschlage, er soll seine blöde Golfrunde doch ein einziges Mal ausfallen lassen, da guckt er mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Und in den ganzen 45 Jahren hat er immer unseren Hochzeitstag verwechselt. Das stimmt allerdings. Ja. Juli statt Juni. Wird zum wahnsinnig werden. Aber all das ändert nichts an der Tatsache, dass dieser unmögliche Mann das Licht meines Lebens ist. Ich habe allen Grund anzunehmen, dass ich dasselbe für ihn bin. Radio Talk 91.2, Heike Proto. Im Silicon Valley sagt man Embrace Technology. Ja, und? Ja, sind Sie eine von der Sorte, früher war alles besser? Nein. Sie lehnen das Internet ab. Ich lehne das Internet nicht grundsätzlich ab, nein. Ich habe was gegen Stubenhocker, die den ganzen Tag zu Hause hocken und auf ihre Smartphones glotzen und nicht mehr mitbekommen, was um sie herum passiert. Ja, aber darüber können Sie sich ja im Internet informieren, Video anschauen. Ja, aber die Offline-Welt, die kann man sinnlich erfahren. Also man kann sie anfassen, schmecken, riechen. Und außerdem hat man Austausch mit echten Menschen. Im Internet tauschen sich auch echte Menschen aus. Sie meinen Ihre 800 Freunde? Ja, zum Beispiel. Das sind keine Freunde, das sind Links. Ja, hinter diesen Links verbergen sich echte Menschen. Und für die ist das Internet ein echter Fortschritt. Ja, klar, Fortschritt, aber... Man schreitet eben auch von sich fort und muss das reelle Ich gegen ein virtuelles Ich eintauschen. Und ich fände das eben wünschenswert, wenn die Menschen auf ihr virtuelles Ich verzichten könnten und öfter offline gingen. Aha. Ist Ihre Familie internetsüchtig? Ja, das kann man so sagen, ja. Radio Talk ein... Mann! Jetzt werden wir öffentlich als Internet-Junkies hingestellt! Aber was will sie denn? Macht! Die ist vollkommen durchgedreht, die ist voll der Kontrollfreak geworden. Die würde ein bisschen eine Bombe auf Silicon Valley schmeißen. Ja, Ben, jetzt übertreibt man nicht. Aber im Ernst, irgendjemand muss langsam mal was unternehmen. Wer denn? Papa hat doch auch nichts mehr zu sagen. Jetzt mal nicht frech werden, Freundchen, ja? Ja, was? Du bist deinen Job los. Also ich an deiner Stelle würde mir das nicht länger gefallen lassen. Also... Sucht ist vielleicht ein starkes Wort. Aber die gewisse Abhängigkeit war nicht abzustreiten. Naja, ich meine, es sind ja auch faszinierende kleine Dinge, alles können. Aber man darf sich eben nicht davon versklaven lassen. Der richtige Umgang ist wichtig. Dann ist es für Sie also denkbar, dass Ihre Familie wieder zu Hause mit Smartphones rumspaziert.
Bitte verzeiht mir, wenn ich es übertrieben habe. Ihr drei seid mir viel wichtiger als offline. Eure Heike. Benny, Marie! Ah, komm mal schnell runter! Was ist denn das neue Düsen? Universal 6, 256 GB Speicher. Geil, oder? Oh mein Gott, ich habe 2023 Nachrichten. Ich habe 1386. Voll mega. Was ein Mega? Mega bezeichnet umgangssprachlich den Ausdruck außerordentlicher Freude. Nice. Noch 321 Nachrichten. Ich habe noch fast 200 Mails. Hey, nur noch 756 Nachrichten. Mach mal auf, ich kann nicht mehr. Wir haben gedacht, wir kommen einfach mal rum. Finde ich cool. Jo. Nein, nein, du störst nicht. Was gibt's denn? Was? Heike hat dir eine E-Mail geschickt. Sie hat mir gesagt, dass du ab sofort wieder genauso arbeiten kannst wie früher. Naja, deine Mama hat uns angerufen. Ihr verarscht mich. Nee, nee, mit deinem Handy. Mit meinem Handy? Ja, damit wir halt denken, dass du das bist. Sie ist auch nicht doof, weißt du? Alter, sie hat uns gesagt, dass wenn wir nicht sofort bei dir vorbeikommen, dann erzählt sie unseren Eltern von dieser Offline-Idee. Und dann haben wir keinen Bock drauf, Alter. Was? Ja. Alter. Richtig geil. War ein Witz. War voll entspannt. Ja. War alles voll cool. War richtig. Okay. Richtig smooth, geschmeidig, geil. Ja. Nice. Jedenfalls, wir vergessen das Ganze. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Du, um ganz ehrlich zu sein, denke ich gerade drüber nach, mich selbstständig zu machen. Netter Versuch. Aber über dein Gehalt reden wir auch noch. Das ist natürlich schön, aber weißt du, mir geht's eigentlich nicht nur ums Geld. Tschüss. Tschüss, Wiedersehen. Guten Abend. Ach, hat der Internethandel nicht geklappt? Nein, leider nicht. Ich hol's schnell. Genau. Ja, es war zwar äußerlich in ziemlich gutem Zustand, aber macht halt nicht wirklich Spaß, wenn man beim Lesen merkt, dass hier und da mal eine Seite fehlt. Bitte schön. Danke. Haben Sie sich denn beschwert? Ja, aber da hat sich niemand gemeldet. 140, sagten Sie. 150. Mit Geld-Zurück-Garantie, falls was fehlt. Okay, ich nehm's. Schön. Ach ja, und außerdem habe ich von Ihrer Offline-Bewegung gehört. Ja, ist schon echter Luxus, wenn man einfach so offline gehen kann. Ja. Naja, mit Ihrem Buchladen ist es natürlich easy. Ich arbeite den ganzen Tag mit Computern. Also, bei meinem Job könnte ich mir das nicht leisten. Ja, und dann meine ganzen Fizzybook-Freunde. Mhm. Naja, wie es halt so ist. Ja. Sie könnten ja nach Feierabend offline gehen. Oder einfach den Job wechseln. Oder Ihre Freunde. Hey. Hey. Alles klar? Schönen Abend. Ja. Na, habt ihr eure Dinger wieder? Oh ja. Wir sind wieder voll drauf. Benny hat über 2000 Nachrichten erhalten. Okay. So, die App ist drauf. Du machst jetzt ein Foto von dem Buch und die App sortiert es ins entsprechende Sachgebiet ein. Titel, Autor, Erscheinungsjahr, Zustand. Und wenn das Buch jemand kauft, dann nimmt die App es automatisch aus dem Angebot. Aber das heißt, ich fotografiere jetzt 8000 Bücher? Du doch nicht, das macht Benny. Da kann er gleich seine Spielschulden abarbeiten für die nächsten Monate. Ich probiere mal. Funktioniert. Benny,
Mit Alex ist übrigens verabredet, dass ich ab 20 Uhr offline bin. Oh. Was? Deine Mutter hat ihr Tablet vergessen. Ach, du liebe Zeit. Heike, mach mal wegen der Flirt-Hotline. Nee, ich lass kommen. Doch, bitte, lass mich mal. Das muss jetzt mal vom Tisch. Du kannst dich auch gerne aufregen, aber lass mich bitte erst mal ausreden. Ich reg mich nicht auf. Kannst du aber. Echt? Ja, aber bitte erst danach. Okay. Okay. Ich bin damals halt auf dieser Seite gelandet und hab das dann auch mal ausprobiert. Mhm. Und hab mal geflirtet mit einer wildfremden Frau. Haben wir auch Fotos ausgetauscht und dann sollten wir uns irgendwann treffen. Bist du okay? Ja, reg ich mich auf? Noch nicht. Erzähl mal weiter. Naja, dann... Dann habe ich ihr geschrieben, dass ich das nicht will. Dass ich sie nicht treffen will. Weil ich eine Familie habe. Weil ich meine Frau nicht betrügen will. Das war's? Ja, das war's. Kann ich mich denn jetzt aufregen? Ja, jetzt kannst du dich aufregen. Schwamm drüber. Hörst du das, die Musik? Was ist das denn? Das ist doch meine Platte. Nee, das ist meine Platte. Wie deine Platte? Show me round your fruit cage. Was ist Familie? Schau doch in einem Buch nach, du Depp. Tja, das war unser kleines Abenteuer in die Offline-Welt. In der das Leben doch anstrengender ist, als ich dachte. Wie haben wir das früher nur geschafft?